So, willkommen zum sechsten Türchen von meinem YouTube-Adventskalender. Von Nikolaus wünsche ich euch. Ja, meine beiden Nikolaus-Geschenke. Plus noch so drei Stifte für meinen Nintendo 3DS. Also, unboxing wir mal die CD. Die CD ist von Tim Bensko, wie man auch sehen kann. Wenn Worte meine Sprache wären. Ja. Dann hier ein Lieder. Plus ein paar Speziallieder. Gut. Dann. So. Ich nehme meine Schere. Okay, das ist sonst nicht auf. Da. Damit die CD ja auch nicht kaputt machen. Und zumindest die Hülle will ich nicht kaputt machen. Das klingt doch schon mal gut. So. Das ist nicht das neueste Album. Das neueste habe ich auch. Und zu Info. Gut. Dann mal sehen. Da sind auch noch mal, die sehen wir auch schön, die Lieder. Die CD. Richtig, hier stehen alle die Texte zu den Liedern. Und hier habe ich nochmal Tim Bensko. Jupp, gut. Okay. So. Heute geht's in den Türchen. Ihr habt es schon vielleicht erraten. Meine CDs. Die ich alle habe, will ich euch vorstellen. Gut. Also. Fangen wir mal mit den Weihnachts-CDs an. Passt ja. Gut, dann nehmen wir mal die hier. Habe früher gerne gehört. Aus. Und dann das hätte jetzt immer noch Rekorde sein. Ja, ich aber nicht mehr. Und so sieht halt die CD aus. Ist das doch mal. Ja, richtig, die Lieder. Fehlen, aber egal. Damit hier sieht man auch die Lieder. Gut, halt von Rosi sieht man den auch schön. Vielleicht eine Ansichtssache. Hier sieht man auch noch mal. So, ja, jetzt noch mal von den Rosi. Das ist die DVD dazu, was er in der Hand hat. Und auch noch was. So ist es aber, dass man auf der anderen CD, die ich in Ingrid gezeigt habe, genauso aus. Nur so viel Weise. Aber egal. Dann hier Peter Maffay, der Bluger, Weihnachts-CD.
sind nochmal die alle. Der Peter noch was selber geschrieben. Dann halt Penis und Finders. Habt auch die DVD dazu. Und die CD. Da gerade was. Und wenigstens das höre ich unheilig. Wo ist fest? Das. Ja. Auch Tabaluga. Hat meine Mutter halt. Ja. Da kommt halt dein Song 2014. CD. Stimmt ja. Hier sind auch DVD drauf. Ich hätte auch noch festhalten können, wo ich meine DVDs rauswerfen, aber egal. Dann halt nochmal Taluga, ich lebe die Freundschaft, das Neueste, soweit ich weiß. Hier ist das, wo die waren, CD halt dazu. Ja. Dann halt Taluga und die Zeichen der Zeit, okay. Ja, meine Mutter. La. So. Dann hier. Panzerjäger. Alle Teile. Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4. Gut. Song 2017, die CD und da ist die DVD. Dann nochmal dein Song 2016, einmal die CD und hier die DVD. Und dann noch den Song 2015. In die CD und DVD. Gut.
Gut, also, dann werden hier ihre Fernsehen Kids gefangen zum All. CD. Ja. Zum Buch halt. So. So sieht das Cover aus. So. Dann einmal typisch schwarze Rosinen. Dies habe ich wirklich, seitdem ich klein war. Naja, höre ich aber nicht mehr. Dann halt Unheilig. Von Mensch zu Mensch. Das letzte Album, was er rausgebracht hat. CD und DVD. Das ist die DVD, das ist die CD. Vom Rechner runtergespielt halt und Heilig ist drauf. Dann halt, ich glaube, das ist die erste CD, die ich von ihm hatte, als das. Ja, das sind noch ein paar andere halt von ihm. Mal die DVD ausgeliehen von der Bücherei. Ja, bei der Bücherei gibt es auch DVDs und CDs. Gut, dann hier auch von den von Rosinen und Alkina tanzen. Die CD ist etwas kaputt, wie ihr seht. Und besser gesagt, die Hülle ist etwas kaputt. Das ist die Hülle. Hülle, nicht Hülle. Ja, dann kann da auch sein. Dann einmal Unheilig, Gipfelstürme, man dachte, das wäre eigentlich das letzte Album, aber nein. Gut, dann wäre immer von Tim Bensko, immer noch Mensch, das neueste Album, wenn man so nennen will, ja, stimmt, 2017 kommt das raus. Also das ist Werbung und wenn er auf Turnier geht. Die sind schon alle vorbei. Und hier sind die Lieder. Bulldogge. Interessant, interessant. Egal. So. Und dann halt die Lieder, die auf dieser Seite drauf sind. Dann einmal von Revolverheld. Die einzige CD, die ich vom Revolver erhält habe. Halt. Turnier halt. Für 2014. Und halt die Allee ist drauf. Und was das sein soll, weiß ich nicht. Also, hier könnte es nicht sein. Dann halt einmal Bravo. Jede Bravo hat. Nein, das ist nicht die Zeitschrift Bravo, sondern CD Bravo. Jede Bravo hat zwei CDs. Von meiner Mutter. Dann einmal die drei Fragezeichen ohne was steht da drauf? Die Karten des Bösen. Nicht so toll. Habe ich mal irgendwann gekriegt. Habe ich nur zwei, dreimal angehört. Mir auch nicht. Fand ich einfach so schlecht. Dann einmal. Nochmal Bravo halt. Lieder sind drauf und zwei CDs. Ist auch drin diesmal. Gut. Dann einmal noch Martin Reim. Auch von meiner Mutter. Auch gekriegt. Ja.
jetzt ja Zeit. Los. Interessant. Gut, dann nehmen wir die Bravo Hits 77. Die einzige Bravo von mir. Komischerweise ist hier das Prosim-Logo drauf. V. Keine Ahnung warum. Das heißt, die ist halt. Aber auch die Zeitschrift Bravo, nur zur Info. Und hier sind einige Lieder drauf. Gut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Türchen. Ciao.